Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und wir starten heute Lightning Returns Final Fantasy 13. Los geht's! Lange haben wir gewartet nach dem epischen Cliffhanger von Final Fantasy 13 2. Ich kann es jetzt kaum erwarten, dass die Story endlich weiter fortgesetzt wird. Und wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der wird wahrscheinlich wissen, dass Final Fantasy 13 2 mein erstes Let's Play auf diesem Kanal war. Also falls ihr es nicht gesehen habt, checkt es unbedingt mal. Ansonsten bin ich gespannt. Ich habe jeden Teil gespielt. Seit 2010 bin ich dabei, seit Final Fantasy 13. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin alteingesessener Final Fantasy Fan und bin nicht so zufrieden mit dieser Lightning-Reihe. Aber ich habe mir gedacht, ich gebe der Reihe trotzdem mal eine Chance, denn das ist wirklich nur fair. Das ist das Intro, das werden wir aber skippen, denn das werden wir gleich auf jeden Fall nochmal sehen. Lightning Returns, Final Fantasy 13. Warum der umgedrehte Titel eigentlich? Ja, Lightning ist zurück. Uhu! Kannst kaum erwarten, die in die 5 Millionen Outfits reinzustecken. Okay, wir müssen gar nicht großartig rumfummeln, wir können einfach ins neue Spiel starten. Ganz kurz zur Info, wer die japanische Tonspur haben möchte, kann sich die einfach hier herunterladen. Die ist ungefähr 4 GB groß, aber ich gehe mit der englischen, die finde ich nämlich, um ehrlich zu sein, besser. Okay, neues Spiel. Normal. Und wenn euch das Video gefällt, Leute, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Danke für euren Support. Der letzte und abschließende Teil der Final Fantasy 13 Reihe. Gucken, wie der so ist. Ja, die haben das Kampfsystem ordentlich aufpoliert, denn, seien wir ehrlich, in den alten Teilen haben wir wirklich immer nur XXX gedrückt und alles wurde einem so ausgewählt und das ist ehrlich gesagt ein bisschen öde. Aber ich habe ein Fünkchen Hoffnung, dass es ganz okay werden wird. Speichert automatisch. Great. Über den Outworld-Dienst kannst du mit anderen Spielern online kommunizieren. Okay, muss ich das haben? Ich glaube nicht. Weiter. Müssen wir nicht haben. Hell yeah. Ich habe natürlich das Spiel auf die Festplatte installiert, weil die Ladezeiten dadurch komplett verringert werden. Und ich erwachte von meinem dreamlosen Schlaf. Ich war nur in Zeit, um das Ende der Welt zu sehen. Snow, it's been a long time. You know what I am, and you know what I want. I can take a wild guess,
You want to save. The legends had told of her coming. Banisher of darkness, bringer of light, redeemer of souls. She'd come at the end of days to guide our souls to salvation. Damn you, Lightning! What's it gonna be? You gonna try to kill me? It's over. You're a regular angel of death, Light. So now what? This is the bit where you save my soul? I could help you, if that's what you want. Damn it! What kind of answer is that? Now that isn't going to work. Lumina? Now that's not right. You're not supposed to throw your life away. I swear that kid is a demon. Angels of death and demons? You're attracting the wrong crowd, Snow. Oh. No one is gonna stop me. You hear? Not you, definitely not her. If I have to fight the Savior, then I will. Oh, 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 Snow super angepisst. Ich muss erstmal ein bisschen wieder in die Story reinkommen. The centuries have changed us, Snow and me. Once we fought desperately together against our fates. Now he's patron of a never-ending revel, presiding over a banquet at the end of the world. And I've become the savior. I'm a servant of God, sent to a world being consumed by chaos. Tell me, Snow. Has ever a day passed when you haven't thought about Sarah? The girl you loved? My younger sister? How long has she been gone now? She brought us together and made us allies and friends. I can't give her back to you, but I can save your soul and free you from your long torment. It'll be my first act as savior. Mr. Hope S. Time. Any ideas? What do I do next? Light, come on. Just call me Hope, okay? Right now, your number one priority is Snow. Don't let him get away. Oh shit, mitten im Kampf direkt. Okay. Kampfgarnituren wechseln, so heißt das also. Wir hatten damals Paradigmen und jetzt haben wir das. Natürlich beginnen wir das. Muss alles darüber wissen. Hope ist wohl irgendwie so ein Kontaktmann? Bin gespannt, wie das Ganze so funktionieren wird. Okay, bewege Lightning mit dem linken Stick und greife mit einer der Fertigkeiten an, die in den jeweiligen Tasten zugeordnet sind. Halte eine Taste gedrückt, um die entsprechende Fertigkeit auszuführen, bis der ATB-Balken leer ist. Okay, ganz stinknormal angreifen. Die Ausführung von Fertigkeiten verbraucht unterschiedlich viel ATB. Natürlich Active Time Battle. Der ATB-Balken wird im Bildschirm links unten eingeblendet. Halte Kreis gedrückt, um die Fertigkeiten angreifen auszuführen, bis der ATB-Balken aufgebraucht ist. Ja. Okay, halte die Taste gedrückt.
Okay. Eine Kampfgarnitur ist eine Zusammensetzung aus Ausrüstung und verschiedenen Fertigkeiten. Sie kann beliebig modifiziert werden und wirkt sich beispielsweise auf deine Parameter aus. Während eines Kampfes stehen drei Kampfgarnituren zur Auswahl. Aktuell sind zwei anwählbar. Wechsel mit L1 und R1. Okay, machen wir das doch mal. Ich will wechseln, der lässt mich nicht wechseln. Da haben wir es. Dunkle Muse. Eieiei. Ich glaube, Lightning wird so richtig sexy Kostüme haben. Lightning trägt nun die Kampfgarnitur Dunkle Muse. Ihre Kampfkraft hat sich dementsprechend verändert. Jede Kampfgarnitur verfügt über eigene ATB-Balken. Der rote ATB-Balken der Kampfgarnitur Göttlichkeit wurde gegen den gelben ATB-Balken der Kampfgarnitur Dunkle Muse ausgewechselt. Die ATB-Balken inaktiver Kampfgarnituren regenerieren sich mit der Zeit automatisch. Okay, das heißt, wir können viel, viel mehr in Action bleiben und die ganze Zeit aktiv hin und her switchen und dann einfach warten, bis alles sich aufgefüllt hat. Gar nicht mal so übel. Besser, muss ich ehrlich gesagt sagen, als immer nur einen Knopf zu drücken. ATB-Füllrate inaktiver Kampfgarnituren. Also die augenblicklich nicht getragenen Kampfgarnituren besitzen eine verbesserte ATB-Füllrate. Okay, die füllen sich standardmäßig natürlich auch auf. Das ist gut zu wissen. Behalte immer die ATB-Füllstände im Auge. Und wechsel die Kampfgarnituren. Okay. Machen wir ein bisschen Eis. Dann kann ich wieder wechseln zu Angreifen. Dann wieder zur Göttlichkeit. Blitz. Ah, wir haben nur die beiden. Okay. Oh, der macht gar nichts. Greifen wir einfach mal weiter an. Oh ja, der Kampf gefällt mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Oh, dieses typische... Nicht mehr da, aber schon länger. Okay. Kameraeinstellung. Einstellung ändern? Nö. Ich gehe mal mit den Standardeinstellungen. Ja, und sie verfolgen mich. Ah, ich kann wieder zuschlagen, wie in 10-2. Sauber, Gegner beginnt mit 10% weniger CP. Defensive Manöver, die hatten wir bisher noch nicht. Du kannst erlittenen Schaden reduzieren, indem du Blocken ausführst. Blocken verwandelt sich in Präzisionsblocken, wenn der Zeitpunkt des Blockens perfekt abgestimmt ist. Dadurch wird der Schaden noch weiter verringert. Halte die Taste gedrückt, um dauerhaft die Verteidigungsstellung einzunehmen. Okay. Erstmal dauerhaft. Ja. Alles klar. Fallen die TP auf 0, bin ich kampfunfähig, ist logisch. Außerhalb des Kampfes lassen sich die Heilgegenstände... Alles klar. Aber nur außerhalb des Kampfes. Das heißt, ich muss... Ich kann mich während des Kampfes nicht heilen, doch bestimmt. Oh, ich kann mich während des Kampfes so sogar bewegen. Das ist ja cool. Okay, machen wir den fertig. Nervt sowieso kaum, Mann. Oh ja, gut abgeschlossen. Ein bisschen casten. Wechseln. Locken. Gut. Ey, das Kampfsystem ist echt geil. Wow. Da ist sehr viel Action reingebracht worden. Ah, shit, ich wollte gut blocken. Habe ich gut geblockt? Ich weiß es gar nicht. Einmal angreifen, dann wieder wechseln. Man kann das kombinieren, so wie man will. Ist echt super. Da haben die sich was Gutes ausgedacht. Oh, God, Party. Okay. Wir müssen natürlich in dem Spiel so viel Viecher killen wie möglich. Ist ganz wichtig. Immer schön drauf. Wow, ich bin echt begeistert von dem Kampfsystem. Echt genial. Das ist so die kleine Sache an Lightning Returns, die wahrscheinlich richtig cool sein wird. Neben den Kostümen natürlich. Mann, schon Ende der ATB-Balken. Ganz ehrlich. Wow, die scharfen Kostüme, die Lightning hat. Ich werde definitiv mal rumexperimentieren. Und lasst mich auch in den Kommentaren wissen, wie ihr vielleicht Lightning umgestalten wollt oder was ich hier anziehen soll. Ich denke, das ist ganz interessant, wenn wir da so verschiedene Kombinationen haben. Jede Garnitur hat natürlich eine andere Eigenschaft, schätze ich mal. Weiß ich nicht, mit der anderen kann man besser angreifen, mit der kann man besser zaubern oder so. Müssen wir mal gucken. Letzte Viech, was ich jetzt kill. Oh, ist ein Schockzustand, okay. Ja, das ganze System umgeschwungen irgendwie.
so irgendwie Brecher und, oh, wie hießen die ganzen Sachen nochmal? Ich habe das gar nicht mehr im Kopf. Brecher? Da gab es noch so viel mehr. Augmentor kann ich mich irgendwie erinnern.